Willkommen zu meinem neuen Video. Wie versprochen, als Entschädigung dafür, dass am Sonntag nämlich kein Video online gekommen ist, kommt heute eins online. Und zwar wollte ich euch, wie schon andere hier auf YouTube gemacht haben, meine Weihnachtsgeschenke vorstellen oder zeigen. Ich finde das Video eigentlich immer ganz cool, weil man dann irgendwie nach Weihnachten nochmal so ein paar Sachen sieht, die man vielleicht sich dann doch nochmal holen möchte. Und ich sehe das einfach nur als Inspiration und ich hoffe ihr auch. Und ja, dann würde ich sagen, ganz viel Spaß und legen wir los. Meine kleine Schwester ist heute auch dabei. Die hätte Lust mitzudrehen und die wird mir wahrscheinlich meine Geschenke ein bisschen anreichen. Fangen wir mal mit der ersten Sache an. Und zwar habe ich eine Zara-Tasche von meiner Oma geschenkt bekommen. Die ist so, so schön, weil ich wollte die schon länger. Ich habe die nämlich im Internet gesehen und die gab es auch gar nicht mehr im Online-Shop. Und die ist von innen halt rot und ich weiß nicht, das erinnert mich halt irgendwie, ich finde, das ist so richtig schön klassisch. Und ich packe jetzt einfach mal ein paar Sachen hiervon aus. Die habe ich nämlich von oben mit runtergenommen. Die waren nämlich noch nicht hier, weil eigentlich liegen nämlich ein paar Sachen noch, also eigentlich liegen alle Sachen noch unter dem Weihnachtsbaum. Kannst ja mal eins rausholen. Was ist das? Na, was ist das? Lippenstift. Das ist ein MAC-Lippenstift. Den hat meine Mama mir geschenkt. Und zwar ist das die Farbe, ich kann es immer nicht, glaube ich, aussprechen, Persistence. Also es ist ein matter Lippenstift und das ist ungefähr, ja, das ist so ein dunkleres, na, was heißt braun, so nude. Und ja, den habe ich geschenkt bekommen. Ihr könnt mir gerne mal auf Snapchat folgen, da habe ich den nämlich auch ausprobiert und da sage ich auch eigentlich immer, was ich trage. Den Namen schreibe ich euch kurz hier hin. Und ja, von meiner Oma habe ich dann noch ein Duschgel geschenkt bekommen. Das ist das Jill Sander Sport for Women. Und ja, das ist auch super lecker und das war noch bei der Tasche dabei. Dann habe ich hier noch ein paar Gutscheine drin, einmal von Douglas und ein von DM. Das habe ich von der Familie von meinem Freund geschenkt bekommen, von der Tante und dem Onkel. Und das habe ich von der Mama von meinem Freund geschenkt bekommen. Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Ich wollte eventuell ja nach Holland fahren und mir was von Anastasia Beverly Hills kaufen. Wer das noch nicht weiß, das gibt es dort jetzt in Holland beim Douglas. Und mal schauen, vielleicht finde ich ja was. Ja genau, hier ist noch eine Sache drin gewesen. Und zwar ist das ein magnetischer Schutzengel, den werde ich mir ins Auto vorne dran kleben. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe ja ein eigenes Auto und da finde ich, passt das total, weil das haben nämlich viele und ja, finde ich total süß. Da steht kleiner Schutzengel, lieb und zart, beschützt dich auf deiner Fahrt. Achso, meine Schwester sitzt übrigens gerade auf was, kannst du ja mal zeigen. Das ist von Ikea, das hat meine Mama mir noch geschenkt. Das ist so ein riesiges, flauschiges, kuscheliges Kissen. Von hinten ist das ganz normal, also so glatt und hier ist es halt so flauschig. Und ja, das gibt es auch bestimmt aktuell noch bei Ikea. Und das ist echt richtig flauschig und ich finde die Farbe auch total schön. Die sind noch alle unter Weihnachtsbaum. Bei uns liegt das meistens noch so eine Woche oder so, bis das dann mal weggeräumt wird oder bis wir das alle mitnehmen. Jedenfalls hat meine Mama, oder meine Eltern haben mir vom DH Cosmetics Pinsel geschenkt. Und zwar einmal das Face Essential 5-Piece Brush Set, also 5 Pinsel sind da drin und einmal das Eye Essentials mit 7 Pinseln drin. Genau, das ist auch richtig, richtig cool. Da habe ich meiner Mama nämlich einen kleinen Tipp gegeben. Und zwar ist das von Rival de Loup. Das ist eine Gesichtsreinigungsbürste, Clean and Care, für jeden Hauttypen. Das ist so ein bisschen mit Massage, da sind 4 Aufsätze dabei und halt diese elektronische Bürste. Das gibt es bei Müller oder Rossmann. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, das ist aktuell. Und das ist auch super schön verpackt. Also das ist auch, glaube ich, nicht so teuer wie jetzt so eine Clarisonic, auf jeden Fall nicht. Ganz, ganz gutes Dupe, glaube ich. Mit 4 verschiedenen Aufsätzen. Dann habe ich zu meiner Überraschung von meinem Freund noch was dazu geschenkt bekommen. Der hat mir ja diese Uhr mitgekauft, die Michael Kors Uhr. Ich verlinke euch dann nochmal einen Link zu einer Infobox. Die gibt es immer noch recht günstig hier auf Amazon. Und ja, meine Schwester packt es jetzt schon aus. Der hat mir dann dazu noch 2 Zoeva-Pinsel geholt. Einmal die Nummer 124 Grand Stippling oder Grand Stippling und einmal 106 den Powder Brush und habe ich mich extrem drüber gefreut, weil ich damit nämlich nicht gerechnet habe. Und das Highlight von diesem Geschenk war einmal dieser Miracle Complexion Sponge so von Real Techniques. Den habe ich nämlich überall gesucht. Ich war fast in jedem DM, den es hier bei uns in der Nähe gibt und habe gefragt, ob die das noch haben. Und bei Douglas im Online-Shop ist der ausverkauft. Und keine Ahnung, wie der da dran gekommen ist. Ich glaube, es war eine richtige Tortur. Aber jetzt habe ich den auch, diesen Schwamm. Und ich wollte den unbedingt haben, weil der ja
eigentlich so gut sein soll wie angeblich der Beauty Blender. Was hast du jetzt in der Hand? Einen Spiegel, den kann man auch anmachen. So sieht man jetzt gerade. Musst du noch mal jetzt. Ja. Dann so aus und an. Ein beleuchteter Kosmetikspiegel, ne? Einmal nah, einmal. Ja, sehen. Den wollte ich nämlich haben, weil ich mich ja mal morgens im Dunkeln schminke. Und der sieht, also da sieht man wirklich richtig gut diese ganzen, bei der nahen Funktion, die ganzen einzelnen Härchen. Da kann man sich, glaube ich, gut mit die Augenbrauen zupfen. Und da habe ich mich auch sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Dann hat meine Mama mir was richtig, richtig Praktisches geschenkt. Oder eher gesagt, wieder meine Mama und mein Stiefvater, weil ich glaube, dass meine Mama da eher diejenige ist, die die ganzen Geschenke kauft, ne? Was denn? Und zwar ist das ein Universalhalter. Das ist hier dieses Ding für das Auto, weil ich nämlich öfters mal mit meinem Handy damit fahre. Und da kann ich mir das einfach vorne an die Fensterscheibe dran pappen. Das ist super praktisch, damit man nicht immer da irgendwie unten am Rumwühlen ist. Und das ist 85 mm. Ja und? Ja, dann habe ich noch eine Festplatte geschenkt bekommen von Seagate, heißt das glaube ich, mit 1 Terabyte. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe nämlich immer davon gesprochen, dass ich eine brauche, weil ich ja natürlich viele YouTube-Videos auf dem Computer habe von mir und der Speicher auf meinem MacBook ist nicht gerade das Wahre. Und deswegen lade ich dann meistens alle Sachen auf eine Festplatte, die wir hier zu Hause haben, aber das ist ja dann nicht meine eigene und die ist ja auch irgendwann mal voll. Und jetzt habe ich einfach eine mit 1 Terabyte und habe ich mich extrem drüber gefreut, weil ich liebe einfach diese Geschenke, wo die Eltern dann immer so zwischendurch mal so raushören, dass man das gebrauchen kann. Und ja, da habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen Speicherplatz, da kann ich auf jeden Fall viel mit anfangen und habe ich mich sehr drüber gefreut. Also das habe ich meiner Schwester geschenkt, da ist da was drin. Da ist ein Armband nämlich drin. Das habe ich mich auch extrem drüber gefreut. Das ist ein Armband mit dem Unendlichkeitszeichen und das passt momentan total zu meinem Schmuck. Ich zeige euch das gleich nochmal näher. Ja, die letzte Sache ist in diesem süßen Paket hier. Und zwar ist das von Kiehl's Ultra Facial. Das ist jedenfalls eine Creme, ein Gesichtscreme von Kiehl's und die ist super gut. Also ich mag momentan Kiehl's sehr. Ich habe das in einer Probepackung von Douglas. Hier dieses Gesichtsöl, das ist ja eigentlich kein Öl. Und deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal die Gesichtscreme davon haben. Und ja, die werde ich auf jeden Fall testen. Mein Lieblingswort ist auf jeden Fall. Meine ganzen Videos sind nur mit auf jeden Fall voll. Meine kleine Schwester kann mich ja auch noch zum Abschluss ihr schönstes Geschenk zeigen. Mein schönstes Geschenk. Oh Gott, da muss ich die aber auspacken. Ja, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Großes. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch zu Weihnachten gewünscht habt und ob ihr das bekommen habt. Oder was euer größtes und schönstes Geschenk. Ich bin natürlich dankbar für alle Geschenke, gleich viel. Aber ich habe dir ja irgendwas, worüber ihr euch am meisten gefreut habt. Und ja, würde ich mich mal sehr viel interessieren. Ich hab's. Ah. Okay. Kann man gar nicht zeigen. Du musst ja sagen, was das ist. Ich habe eine Gitarre gekriegt, eine schwarze. Ich finde die sehr schön. Ich finde die auch sehr schön. Sehr modern und schick. Da sind auch noch so Zeichen drauf. Hier. Aber ja. Und meine kleine Schwester wird dann, denke ich, in der nächsten Zeit ein bisschen Gitarre lernen, oder? Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach hoch. Nach oben freuen. Und auch, wenn ihr mich vielleicht abonniert. Aber nicht nur einen, sondern ganz viele nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.